Eine Kerze befindet sich 70 cm vor einem sphärischen konkaven Spiegel. Ihr verkleinertes, umgedrehtes Bild bildet sich im Abstand von 28 cm vom Spiegel. Auftrag: Berechne die Brennweite des Spiegels. Zuerst die Angaben. Hier ist dieser sphärische konkave Spiegel mit Scheitelpunkt S. Das Objekt AB steht 70 cm vom Spiegel entfernt. Das bedeutet, dass dieser Abstand SA, den wir mit klein p bezeichnen, 70 cm beträgt. Der Abstand SA', den wir mit p' bezeichnen, beträgt 28 cm. Was gefragt wird, ist die Brennweite von diesem Spiegel unter den angegebenen Bedingungen. Das heißt, unter diesen Bedingungen, und das Bild muss verkleinert und umgedreht sein. Wenn die Kerze AB sich links vom Zentrum C des Spiegels befindet, dann ist ihr Bild A', B' effektiv kleiner und umgedreht. Wenn der Punkt A genau mit dem Punkt C übereinstimmt, dann sind Objekt und Bild gleich groß. Befindet der Punkt A sich zwischen C und F, dann ist das Bild zwar noch umgedreht, aber nicht kleiner als das Objekt, sondern größer. Und befindet sich der Punkt A zwischen F und S, so ist das Bild A' B' größer, aber nicht mehr umgedreht. Deshalb muss der Punkt A sich links von C befinden oder auch das Zentrum C vom Spiegel muss sich rechts von der Kerze befinden, also rechts vom Punkt A. Demzufolge müssen wir also das Zentrum C vom Spiegel rechts vom Punkt A wählen, zum Beispiel da. Der Brennpunkt F, das ist der Mittelpunkt von der Strecke CS, also liegt der da. Jetzt beginnen wir die geometrischen Konstruktionen. Zuerst der Parallelstrahl, der von B ausgeht, so, der wird reflektiert als Brennstrahl. Der Mittelpunktstrahl, der von B ausgeht, wird reflektiert auf sich selbst. Und da, wo diese beiden Reflexionsstrahlen sich treffen, da befindet sich das Bild A' B' vom Objekt AB. Die zwei Dreiecke ABC und A' B' C sind ähnlich. Also können wir durch den Satz des Thales berechnen, dass groß geteilt durch klein dasselbe ist wie groß geteilt durch klein. Oder auch klein geteilt durch groß ist dasselbe wie klein geteilt durch groß. Das machen wir hier. Klein, also H', geteilt durch groß, also H, ist gleich zu klein, dieser kleine Abstand A'C, das ist zweimal die Brennweite minus dieser Abstand P'. Also diese kleine Seite A'C beträgt 2f minus P'. Und die wird dann geteilt durch diesen größeren Abstand zwischen C und A. Und dieser Abstand zwischen C und A, das ist der Abstand klein p minus ein f und minus noch ein f, also klein p minus 2f. Diese zwei Dreiecke SDF
und A'B'F sind ebenfalls ähnlich, also auch daraus schließen wir, klein geteilt durch groß gleich klein geteilt durch groß. Hier also klein A' geteilt durch groß, der Abstand zwischen D und S, das ist genau die Höhe H von der Kerze, also geteilt durch H, gleich klein, dieser kleine Abstand zwischen F und A', das ist der Abstand P' minus der Abstand klein f, also P' minus klein f. Geteilt durch groß und der Abstand zwischen S und F, das ist die Brennweite klein f. Hier sehen wir also, dieser Bruch H' auf H ist gleich zu diesem Bruch und gleichzeitig gleich zu diesem Bruch. Also müssen diese zwei Brüche gleich sein. In dieser Gleichung ersetzen wir P und P' durch die bekannten Werte, also so. Hier in dem Bruch kann man Zähler und Nenner durch 2 teilen oder wir sagen, wir klammern eine 2 aus und kürzen dann durch 2. Und jetzt wird noch multipliziert, und zwar kreuzweise, so. Wir verteilen das Ganze, so ergibt sich diese Gleichung, in der diese beiden Termen f² verschwinden. Jetzt setzen wir alle f-Termen zusammen und klammern f aus, so erhalten wir diese Gleichung ersten Grades, die wir nur noch durch 49 teilen müssen. Und 980 geteilt durch 49, das macht 20. Die gesuchte Brennweite beträgt also 20 cm. Und das ist die Endantwort.